Ja, Freunde, willkommen zurück hier bei meinem YouTube-Kanal mit Leicester City. Wir sind im FA Cup in der nächsten Runde. Da müssen wir mal schauen, dass wir hier auch schön weiterkommen. Ah, Bailey wird uns da mal aushelfen. Ja. Vielleicht spielt er auf der linken Seite sogar besser, weil er Linksfuß ist. Da kann er besser flanken. War, die ist schon etwas müde. Ja, jetzt geht's echt los. Vardy hat den Ball. Und verliert ihn auch wieder. Ah, oh, er hat ihn wieder schnell. Wie kann man denn da. Madison. Wir wollen hier den FA Cup gewinnen. Und die Meisterschaft. Und die Europa League. Erstmal schön Druck machen. Tillemans, der fällt hin. Ah, der Verteidiger macht einen guten Job. Tillemans, aber einfach mal rein. Sehr schön. Wenn der Ball nicht zur Flanke will, wenn ins Tor, dann macht man einfach selbst rein. Ganz einfach. Natürlich ist das jetzt die Führung. Crystal Palace unter Druck. Die müssen nachziehen. Die wollen ja auch weiterkommen. Ja, okay, das war nichts. Das war von Crystal Palace auch nichts. Schöner Pass. Klasse. Wir haben den Ball sehr schön. Bailey klärt sich den Ball. Ja, abseits. Und Schmeichel. Sehr schön. Nichts Starkes, aber ja. Könnte man wenigstens den Ball festhalten. Ja, war die, den müssen wir nachher, ich denke mal, in der zweiten Halbzeit auswechseln. Ist Crystal Palace wieder. Schöner Aufbau. Aber den kriegt er nicht mehr. Der Mitchell. Das ist Leicester City. Schade.
Es ist ja nur ein Tor. Ein Tor. Klasse, Pass auf Ungar. Aber gut. Von Mitchell übrigens sehr gut geblockt, der da auf der Seite eine klasse Arbeit leistet. Aber Castagnoch. Vardy. Und Halbzeitpause. Mal war die raus, dass ich nicht verletzt. Das ist definitiv ein laufintensives Spiel. Gut, das gibt Abstoß für Leicester City. Evans auf Thomas, der sich diese Saison auch sehr gut gemacht hat. Jetzt auf Bailey. Substitution for Crystal Palace coming off the pitch. Number 6, Scott Brown. Und wieder Ecke. Ah. Zu schwach. Castagne holt sich den Ball. So kompliziert gemacht. Diese war von Castagne wieder abgekocht. Thomas. Ha. Das ist zu bauchig, die Flanke. Ja, Crystal Palace ist natürlich jetzt hart am Drücken. Schade. Von Bailey aber klasse gehalten. Crystal Palace baut wieder auf. Ja. 15 Minuten noch, reicht dieses Törchen bis zum Sieg? Schade.
habe den ganz ehrlich schon drin gesehen. Weil Bailey hatte so viel Platz, zog in die Mitte. Ach, schau du, wie kam ich dran? Vier Minuten noch. Leicester City muss kämpfen. Referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. 2 minutes. Das Schimpf, Gott sei Dank. Wir sind eine Runde weiter. Ganz knapp vorbei. Have you got time for a few questions? Es liegt allein an uns. Wir waren das bessere Team. Muss weiter so spielen. No further question. Transfergebot für Schmeichel, aber das lehnen wir natürlich ab. Jetzt kann sich die Mannschaft erstmal erholen. Was denn behalten wir mal? Wir haben aktuell sowieso kein Transfergeld, um irgendwelche Spieler zu kaufen. Southampton. So, da sind wir natürlich bestens wieder aufgestellt. Wir gewinnen 2:1, Bailey und Vardy, sehr schön. Ja, wir wollen ja den Evans behalten. Aber ich meine, ich hätte ihm doch schon einen Vertrag gegeben. Komm, 2 Jahre machst du noch. Ein Jahr, komm.
Dafür kriegst du ein bisschen weniger, dann kriegst du 75.000 Gehalt. Das ist ein faires Angebot, das freut mich. Evans gehalten, noch eine Saison, wunderbar. Aber da müssen wir jetzt bald gegen Leeds ran. Turnierpreisgeld erhalten. Jetzt müssen wir echt gegen Leeds ran. Sehr schön. FC Bayern ist am Madison interessiert, aber nein. Und können wir gewinnen? Ich denke schon. Okay, ein Unentschieden. Ein Punkt. Damit sind wir auf Platz 5 berückt. Aber wie es weitergeht in der Saison, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Schreibt schön ein paar Kommentare. Und bis dann. Ciao.